bin überrascht. Ich hatte Österreich eigentlich als liberaler eingeschätzt, obwohl ich weiß, welche rechte Entwicklungen sich auch in Österreich vollzogen haben. Aber für mich überraschend, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit für Österreich hätte ich eigentlich für nicht nur erforderlich, sondern auch für realistisch gehalten, dass es nun dagegen zum Teil sogar Sturm gibt. Ich würde mal sagen, Sturm im Wasserglas. Mehr ist es nicht. Meine Achtung vor der Tatsache, dass die Partei der Arbeit eine solche Veranstaltung für die DDR durchführt. Alle Achtung. Naja, zunächst muss ich mal sagen, Apologet der DDR. Na gut, ich kenne und wir, meine Genossinnen und Genossen, kennen solche Beschimpfungen. Da sind wir in gewisser Weise schon abgehärtet. Wir gehen durchaus auch selbstkritisch mit uns um. Ich muss allerdings sagen, das erörtern wir nicht mit unseren politischen Gegnern. Das machen wir unter uns aus. Der Antifaschismus, der war so tief verwurzelt in der DDR, der DDR-Bevölkerung, bei uns ohnehin, die sich politisch mit Fragen Faschismus, Neofaschismus beschäftigen. Allerdings in den 50er, Ende der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre überraschte uns tatsächlich eine Entwicklung, die wir so nicht erwartet hatten. Nun muss ich allerdings sagen, das waren Gruppen, zum Teil im Zusammenhang mit Fußballspielen, Hooligans und wie man sie auch bezeichnen kann, Gruppen, die wesentlich beeinflusst waren aus Westdeutschland, also aus der alten Bundesrepublik, und in zunehmendem Maße auch Gruppen, die unmittelbare Kontakte aus Westdeutschland oder zu westdeutschen Gruppen hatten. Und das überrascht uns tatsächlich. Das überrascht uns tatsächlich. Und wir hatten zunächst kein Mittel dagegen, und ein Allheilmittel gibt es sicher auch nicht. Das war nicht nur eine Frage der DDR-Führung, sondern eine Antwort zu geben auf eine solche Entwicklung, auf solche Phänomene, fiel uns schwer. Und nun mussten wir erst mal forschen. In der DDR war es so, dass solche Erscheinungen, überhaupt bestimmte Erscheinungen gesellschaftlich, die meisten, gelöst werden sollten. Und hier musste nun ein gesellschaftliches Mittel gefunden werden, um in der Bevölkerung und natürlich auch von der politischen Führung her, auch von der Justiz her, eine Gesamtantwort zu geben. Und das war für uns nicht nur schwierig, sondern die hatten wir noch nicht parat, muss ich zugeben. Diese Überraschung war wie ein Blitzschlag. Wir hatten auch Maßnahmen eingeleitet, um das auch wissenschaftlich zu ergründen, was sind die Ursachen, wie kann man dagegen vorgehen. Zu einer Lösung ist es aufgrund der schnellen Veränderung der Verhältnisse dann nicht mehr gekommen. Ja, nun muss man eben sehen, das ist, wissen wir ja, wir sprechen die gleiche Sprache. Die Medien erreichen uns oder haben uns ständig erreicht. Wir waren ausgeliefert, umgekehrt natürlich genauso, aber der goldene Westen in Anführungsstriche und das, was dort offeriert wurde und offeriert wird, das war schon für manche beeindruckend, auch für junge Menschen, die sich solchen Gruppen anschlossen oder solche Entwicklungen nahmen. Und ich möchte mal sagen, nicht nur in Bezug auf solche Gruppen, sondern generell war der Einfluss des Westens groß. Es war ein psychologischer Krieg, der zwischen beiden deutschen Staaten geführt wurde und dem wir natürlich auch ausgeliefert waren. Und wir rangen um die stärksten oder stärkeren Argumente, aber bestimmte Entwicklungen, Erscheinungen,
auch Konsumptionsmöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland waren, ja, die waren verführerisch. Und auf diese Art und Weise hatte der Westen schon wesentlichen Einfluss auch auf die DDR-Bevölkerung. Vor allen Dingen auf junge Menschen. Ja, das muss man so zugeben. Also ich bin aufgewachsen als Kind, Schüler, später auch die Bildung, die ich genossen habe in der DDR, das war so selbstverständlich für mich. Antifaschismus, überhaupt der Gedanke, dass faschistische Möglichkeiten sich irgendwo verankern könnten oder Ideen verankern könnten, weit weg, da muss ich sagen, es war tatsächlich so, dass eine Vielzahl von Filmen bereits nach 1945 und später weiter den Faschismus, dessen Ursachen und dessen Erscheinungsform Bücher, auch Diskussionsrunden so deutlich widerspiegelten, also zum Ausdruck gebracht wurde, Antifaschismus ist für die DDR nicht nur etwas, was von der Staatsführung her, denn die Staatsführung, Parteiführung, das waren Antifaschisten, bewährte Antifaschisten, sondern auch in der Bevölkerung tief verankert war. Und ich erinnere an bestimmte Filme, ich habe es ja auch schon mal in einem Interview dargestellt, Rat der Götter, dann später Werner Holt, die Abenteuer des Werner Holt, das haben wir gelesen, verschlungen. Und ob wir den Begriff damals Holocaust, das war nicht der entscheidende Begriff, für uns war selbstverständlich, dass die großen Opfergruppen, das waren die Sowjetunion, die sowjetischen Menschen und das waren die Juden oder jüdischen Bürger. Also da wurde überhaupt kein Unterschied gemacht. Wir haben uns nicht nur auf eine Gruppe konzentriert, aber uns war auch klar, und das ist ja auch Tatsache, dass der Kampf gegen den Faschismus, der Kampf gegen den Faschismus vor allen Dingen von in Deutschland auch von Kommunistinnen und Kommunisten geführt wurde. Und ich denke, Ernst Thälmann, die Ermordung Ernst Thälmanns als Führer der Kommunisten, ist das deutlichste Beispiel, dass die Kommunisten die stärksten Gegner des Faschismus waren, auch gekämpft haben dagegen. Und deshalb würde ich ja erstmal keinen Unterschied machen, aber jegliche Geschichtsschreibung, und das ist ja heute das Übliche, die Würdigung der Kommunistinnen und Kommunisten darunter spielt, dieser Geschichtsschreibung muss man entgegentreten. Das ist eine Fälschung der Geschichte. Das Weglassen, beziehungsweise, ja, dass man es überhaupt nicht erwähnt, die Rolle der Kommunisten, oder aber, dass man ja, sie vielleicht sogar bagatellisiert oder runterspielt. Das entspricht nicht den Tatsachen. Aber in den heutigen Gedenkstätten, die das Großdeutschland inzwischen auch weitergeführt hat oder auch nicht weiterführt, in diesen Gedenkstätten spielen die Kommunisten im Prinzip eine untergeordnete Rolle, wenn sie überhaupt noch erwähnt werden. Naja, man muss zunächst erstmal sagen, allein dieser Begriff Unrechtsstaat, nicht nur für einen Juristen, nicht nur für mich, ist ein so dummer Begriff. Also ich sag mal, wer sich ein bisschen mit den Fragen Rechts- und Unrechtsstaat beschäftigt, weiß, dass es einen solchen Begriff auch wissenschaftlich überhaupt nicht gibt. Aber es ist ein Totschlagsargument. Und die DDR hatte eine umfassende und auch sehr wohl ausgewogene progressive Gesetzgebung. Gesetze, die angewandt wurden, sicher in diesem und jenem Fall auch nicht immer so realisiert wurden, aber das ist etwas, was in jedem Staat geschieht. Wobei ich sagen möchte, wir wollten, die DDR wollte,
kein bürgerlicher Rechtsstaat sein. Insoweit wehre ich mich nicht gegen den Begriff, dass Sie sagen, wir waren kein, Sie meinen ja Ihren bürgerlichen Rechtsstaat, sondern wir waren auf dem Wege zu einem sozialistischen Rechtsstaat. Und das war eigentlich unser Ziel. Insoweit würde ich mich überhaupt nicht so zusammen vergleichen mit einem bürgerlichen Rechtsstaat. Also die, in der Verfassung der DDR stand, wie es ja in den meisten Verfassungen steht, dass die Justiz oder die Gerichte, die Rechtsprechung unparteiisch ist. Das heißt, in jedem einzelnen Fall wurde unparteiisch gehandelt. Jeder einzelne Fall wurde für sich behandelt. Dass die Justiz insgesamt parteilich ist, ein Machtmittel, politisches Machtmittel ist, das haben wir zugegeben von Anfang an bis zuletzt. Das geben Kommunisten zu. Das ist so, das wissen wir seit mindestens Marx und Engels. Die bürgerliche oder der Kapitalismus bestreitet das, was eben der große Schwindel ist. Jede Justiz, jedes Gesetz unterm Strich hat etwas mit Macht und Machtverwirklichung zu tun. Also insoweit das einzelne Verfahren unparteiisch, richtig, auch in der DDR. Aber die Justiz insgesamt ein Instrument zur Machtausübung. Also man muss mal so sagen, das Ministerium für Staatssicherheit hatte eine Untersuchungsabteilung, die sich mit politischen Delikten befasste. Das ist etwa so wie der Staatsschutz in der Bundesrepublik Deutschland oder in Deutschland heute. Das ist nichts anderes. Staatsschutz, der politische Delikte verfolgt. Und so war das in der DDR genauso. Also, und die Aufsicht, Ermittlungsorgan war neben Ministerium, also die Abteilung, entsprechende Abteilung, das Ministerium für Staatssicherheit, Kriminalpolizei, Zollfahndung, Ermittlungsorgane, und die Aufsicht über die Ermittlungsorgane hatte die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft war auch Herr des Ermittlungsverfahrens, kontrollierte die ordnungsgemäße, gesetzesgemäße Durchführung der Verfahren, bekam nach Abschluss der Verfahren das Ergebnis auf den Tisch gelegt und entschied dann, ob angeklagt wurde oder nicht. Also ich sag mal, das war eine normale Verfahrensweise, und muss man hinzusagen, von allen Verfahren, die abgeschlossen wurden, war etwa 5% sogenannte politische Delikte. Also ein Bruchteil, ja, ein Zwanzigstel der Gesamtverfahren. Und politische Delikte, naja, wie man es nun nennt, wir nennen es eine zeitweise Staatsverleumdung, später Beleidigung von Polizeibeamten, heute heißt es Beleidigung von Vollstreckungsbeamten oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Staatsgewalt. Also das ist eine rein subjektive Geschichte. Also viele Delikte fielen darunter, die im Prinzip nichts jetzt mal mit vordergründig politischen Anschauungen zu tun hatte, sondern ganz einfach auch ein Schutz unserer Mitarbeiter darstellte, die Gesetze durchsetzen. Wie heute auch Polizisten geschützt werden oder andere, die bestimmte Funktionen ausüben. Also ist es Willkür in dieser Beziehung gab es grundsätzlich nicht. Also vergleichen kann man zwar alles, aber ein Vergleich zwischen der Arbeit und der Fähigkeit und Funktionsfähigkeit und Aufgabenstellung beider Staatsanwaltschaften ist in vielen Punkten tatsächlich nicht deckungsgleich. Also jetzt mal, wenn ich äußerlich sehe. Also
Hüter der Gesetzlichkeit, Leiter der Ermittlung in Strafsachen. Das sind beide Staatsanwaltschaften. Das ist richtig, zur Gegenüberstelle. Die Staatsanwaltschaft der DDR hatte ein viel breiteres Spektrum. Sie hatte die allgemeine Gesetzlichkeitsaufsicht über die Gesetze. Das war ein weites Feld. Sie wurde tätig, ich persönlich auch als Staatsanwalt im Bezirk und Kreis, in Arbeits- und Zivilrechtssachen, in Familiensachen. Also der Staatsanwalt in der DDR war ein sozusagen verantwortlich, so sah es das Gesetz über die Staatsanwaltschaft auch vor, über die verantwortlich für die Einhaltung der Gesetzlichkeit in der Gesellschaft. Eine hohe Aufgabe, sicher auch eine Überforderung zum Teil, personell gesehen. Aber in den Strafsachen, nicht nur in den Strafsachen, war eigentlich die entscheidende Frage. Vorbeugung war die entscheidende Frage, schrittweise Entkriminalisierung von Handlungen und damit verbunden war es natürlich die Auseinandersetzung in einen Punkt verlagern, wo es nicht erst weder zur Straftat noch zur Gesetzesverletzung kam. Also Prävention, Entkriminalisierung und Demokratisierung im Recht. Das war eine wesentliche oder waren drei wesentliche Aufgaben der Staatsanwaltschaft der DDR. Die Bundesrepublik Deutschland, Staatsanwaltschaft ist eine Anklagefabrik. Wird angeklagt, der Staatsanwalt geht im Prinzip überhaupt nicht in irgendwelche Kollektive, das wird alles vom Büro aus gemacht, wird angeklagt, freigesprochen oder verurteilt, für uns war das undenkbar. Ja. Also ich bin viel in Kollektiven gewesen, in Arbeitskollektiven, wo Straftäter waren, oder in Leitungskollektiven von Werken, in denen es darum ging, wie kann man verhindern, dass Straftaten, also die Ursachen, Ermittlung, Ursachen spielen doch, ich kenne es ja nun auch als Rechtsanwalt seit Jahrzehnten, Ursachen spielen vielleicht ein bisschen bei jugendlichen Tätern, das will ich nicht bestreiten, aber ansonsten die Ursachenforschung spielt überhaupt keine Rolle. Im Kapitalismus. Das ist Kapitalismus. Ist im Kapitalismus auch gar nicht möglich. Ja. Ich spreche gar nicht davon, von der Entlassung von Straftätern, also wenn im Gefängnis jemand war. Die entscheidende Frage, er brauchte Arbeit und Wohnung. Was wurde da bei uns staatlicherseits getan? Wofür zunächst auch wir mitverantwortlich waren, gemeinsam mit den staatlichen Organen und gesellschaftlichen Organen. Ja, Wohnung heute vielleicht noch. Sozialarbeiter machen wertvolle Arbeit, will ich nicht bestreiten. Aber Arbeit, wo es so viele Arbeitslosen gibt, ne, dann wird man in erster Linie Straftäter sozusagen in Arbeitsstellen vermitteln. Also ich würde sagen, es steckt überhaupt kein DDR-Recht drin. Null. Null DDR-Recht. Ich meine, dass sicher manche Richter, weniger Staatsanwälte, also Staatsanwalt ist ein Anwalt des Staates, also von wegen, ein Generalbundesanwalt hat mal gesagt, die deutsche Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt. Ne? Also sie hat die Aufgabe, wie jede Staatsanwaltschaft, Anwalt des Staates zu sein. Aber man hat ja überhaupt nicht versucht, ich sag mal, das DDR-Recht überhaupt anzunehmen und mal zu ergründen, was steckt da drin, was ist da für eine Potenz auch drin, was könnte man übernehmen. Ich lasse dahingestellt, dass es eben unter kapitalistischen, also Privateigentumsverhältnissen nicht möglich ist, vieles, völlig logisch. Für uns war die von mir genannten Gesichtspunkte so entscheidend, die in einem kapitalistischen Staat nicht möglich sind, schon gar nicht die BRD, nicht versuchte zu übernehmen, weil sie natürlich den Unrechtsstaat der DDR nun nicht noch gewissermaßen nutzen konnte, um Vorteile daraus zu nehmen. Und manches, was man vielleicht angedacht hat, in anderen gesellschaftlichen Bereichen, das hat man dann nicht als DDR-Errungenschaft genommen, sondern hat es sozusagen als Neuentwickler. Aber das war nicht im rechtlichen und strafrechtlichen Bereich. Also, man
Man findet heute nichts wieder. Man hat sich mit dem DDR-Recht überhaupt nicht befasst. Die These vom Unrechtsstaat DDR, vom totalitären System, hat von vornherein alles verhindern sollen. Und da muss ich sagen, da hat der entscheidenden Anteil der damalige Justizminister Kingel, war ja auch mal BND-Chef, Kingel damals, der vor Richtern gesagt hat, man überlege sich das, es muss gelingen, die DDR zu delegitimieren. Eine Aufforderung an Richter, na, ich sag mal zur Rechtsbeugung im Prinzip. Ja. So hat sich die BRD dazu oder Deutschland dazu verhalten und das hat sich bis heute im Prinzip fortgesetzt. Und dagegen kämpfen wir an und da müssen wir auch dazu die Wahrheit, nicht nur unsere Wahrheit, wirklich auch die Wahrheit sagen. Wir können, denke ich, was die Justiz der DDR betrifft, wirklich auf eine außerordentlich fortschrittliche Justiz, Rechtspflege Bezug nehmen, ohne zu negieren, dass es in diesem und jenem Fall auch mal Unrecht gab. Einverstanden. Gibt es in jedem Staat. Lässt sich auch nicht verhindern. Also das ist nicht nur Irrtum, manchmal auch sind es politische Momente, aber es kennzeichnet nicht das Gesamtsystem der Rechtspflege und der Justiz der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge von, ich sag mal, Lehren, die auch die DDR mit ihrem Sieg, auch mit ihren Niederlagen, mit der Errungenschaften, aber auch mit letzten Endes dem Untergang verbunden sind. Das ist natürlich, die Frage des Rechts ist ein Moment, aber zunächst nicht das Entscheidende. Für mich ist das Entscheidende erstmal, ich sag mal, dass eine politische Kraft vorhanden ist. Eine geeinte politische Kraft, die einen Prozess leitet und führt, der eine Alternative zum Kapitalismus darstellt. Und dieser Prozess, ich möchte mal sagen, der ist ja im Gären, aber in Deutschland sind die linken und kommunistischen Gruppen vor allen Dingen auch so zersplittert, zum Teil in Kleinigkeiten zersplittert. Entscheidend ist hier wirklich eine klare, ich nenne es mal Partei, was anderes wird nicht sein, die auf wissenschaftlicher Grundlage, und das kann nur nach meiner Überzeugung der Marxismus-Leninismus sein. Also das ist eigentlich die entscheidende Frage. Politische Kraft, Partei, die einen Prozess als Alternative zum Kapitalismus in Gang setzt und leitet. Und daran mangelt es, aber das ist für uns, es wurde ja gefragt nach den Schlussfolgerungen, nach unseren Lehren, ich möchte sagen, über Jahrzehnte ist das bei uns geschehen, durch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Es haben sich dann Fehler entwickelt, eingeschlichen, wie sie auch immer entstanden sind, durch viele äußere und innere Bedingungen, aber die auch einen Anteil haben am Untergang der DDR. Deshalb jetzt erstmal die Klarheit und Reinheit einer Partei. Meines Erachtens auch eine Partei, die nach dem demokratischen Zentralismus geleitet werden muss, wo Disziplin ist, aber zugleich auch eine offene Diskussion über Widersprüche, über Probleme. Das fiel uns zunehmend schwer. Es war ein bisschen, ich nenne es mal so, die Begeisterung, es klappte alles, so ein bisschen Taumel aus. Ich würde sagen, Siegestaumel auch. Sozialismus wird siegen, Sowjetunion ging voran über Jahrzehnte und irgendwann war dann auch ein gewisser Schwung weg, auch eine Führungsqualität nicht mehr. Aber dafür mache ich uns alle verantwortlich. Jeden Genossen vor allem. 2,3 Millionen Kommunistinnen und Kommunisten in der SED war eine
eigentlich eine starke Kraft, aber es erwies sich, wir haben ja auch Illusionen gehabt und auch die Illusion, wie weit wir schon vorangeschritten sind. Das Denken in den Köpfen der Menschen war schon weit, sehr weit, aber zugleich haben wir das zum Teil auch überschätzt, dass wir meinten, hier alle fiebern und sind begeistert vom Sozialismus. Und da kommt wieder der Punkt, über den wir anfangs sprachen. Das war sozusagen, es blieb der Einfluss des anderen deutschen Staates und es blieb Klassenkampf. Und die Frage des Klassenkampfes ist meines Erachtens, in welchem Bereich auch immer, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Es war nicht sozusagen die allgemeine Menschengemeinschaft, die Frieden und ja, es war Klassenkampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus geblieben und ist für mich so eine der entscheidenden Lehren. Hier die Orientierung, dass Fortschritt für sozialistischen Aufbau und überhaupt jeder Fortschritt, solange es noch maßgeblich Kapitalismus existiert, auch weiterhin Klassenkampf gibt. Und der Klassenkampf, einschließlich vor allen Dingen Friedenskampf, sich nicht auflöst in ein etwas Neutrales. Das ist eigentlich die Entscheidende. Es gibt weitere Lehren, aber ich denke, das ist besonders wichtig, das zu bedenken und zu beachten, als Kommunist, als Kommunistin und Kommunist. Ja, und in dem Zusammenhang, also nach der Frage als Lehre, ich sagte ja, solange es noch kapitalistische, geschweige denn imperialistische Staaten gibt, die Einfluss haben, bleibt das Klassenkampf. Und für uns, sicher auch für andere sozialistische Staaten, ich kann aber nur für uns und natürlich für meine Erfahrungen sprechen. Ich erinnere mich, eine Diskussion, waren vielleicht in den 70er Jahren, wo es darum ging, ist der Imperialismus, wird er immer schwächer, hat er keine genügend Kraft mehr, und da wurde man dann drüber diskutiert, hat neue Potenzen erschlossen. Also die Potenzen wurden dann wieder mal hervorgehoben, dass der Imperialismus Widersprüche hat, aber die Widersprüche sozusagen nicht Schritt für Schritt so stark zwischen den Staaten auch zu Tage treten, dass er sich selbst natürlich auch mit unserer Kraft vernichtet. Und ich denke mal, diese Diskussion war zwar wichtig, aber es wurde gewiss, vor allen Dingen, ich denke mal, die Friedfertigkeit des Imperialismus besonders hervorgehoben. Als wäre Imperialismus nicht mehr so gefährlich. Und wir hatten ja auch ihn weit, sagen wir auch politisch, militärisch und so, dass er nicht machen konnte, was er wollte. Aber das ist meines Erachtens ein Teil dieser Überschätzung, wie man, um das man auch sehen will, dass Imperialismus geworden oder auch Unterschätzung, wie gefährlich er weiterhin ist. Und was uns betrifft, ich sagte, wir haben ihn auch so weit im Griff gehabt, jetzt meine ich mal auch die sozialistischen Staaten, dass wir uns und unsere Potenzen auch überschätzt haben. Und diese, es ist genau genommen eine unrealistische, teilweise zu bestimmten Zeiten und in zunehmendem Maße eine unrealistische Einschätzung des Imperialismus oder des Kräfteverhältnisses auch, sagen wir. Und der Tatsache, dass es weiterhin auch um Klassenkampf geht, solange imperialistische Staaten maßgeblich mit die Welt beeinflussen. Und ja, für uns Lehren daraus gezogen, also für die Zukunft ist es außerordentlich wichtig. Ich denke, das hat ja etwas mit Partei und so weiter zu tun. Also ich denke, eine der wichtigsten Lehren, eine reale Einschätzung der konkreten historischen Situation, die uns zum Teil fehlte oder schwach entwickelt war. Ja. Also die, ich sag mal, sogenannte Maueröffnung, wir sprechen ja auch nicht von der Maueröffnung oder Mauerfall, ist ja das Schlagwort, die ist nicht gefallen.
die wurde letztlich von unseren eigenen Grenzschützern, Grenzsoldaten und Angehörigen der Sicherheitsorgane an bestimmten Stellen geöffnet. Es ging auch um die Mauer, es war ja die gesamte Grenze der Staatsgrenze der DDR und nicht nur die Berliner Mauer. Also man hat mit diesem Begriff, will man ja bewusst auch etwas verkürzen, wer hat die Mauer errichtet, der Osten. So, ja, diese Assoziation ist ja beabsichtigt. Ich persönlich habe es unmittelbar überhaupt nicht erlebt. Ich bin zum Dienst morgens PKW abgeholt worden und da erzählte mir der Kraftfahrer, dass er drüben war in der Nacht und ob er das melden müsse. Ich wusste überhaupt nicht, was er meinte damit. Und im Laufe der Fahrt bis zur Dienststelle bekam ich dann mit, auch er hatte Radio an, war tatsächlich die Grenze zu West-Berlin an einigen Stellen geöffnet worden. Und ja, das war es im Prinzip. Also ich sag mal, ich habe weder mit irgendwelchen besonderen Gefühlen in dem Moment, sondern ich habe das gar nicht richtig erfasst. In den nächsten Tagen war das natürlich dann konkreter geworden. Überlegungen, was ist jetzt von uns zu veranlassen? Welche Untersuchungen müssen durchgeführt werden? Nicht wegen der Öffnung, sondern ja, Mitarbeiter betreffend in den folgenden Monaten. Manche Mitarbeiter versuchten zu Westberliner Justizkontakt aufzunehmen. Ob ahnend, glaube ich noch nicht mal. Ganz einfach, es war alles im Ungewissen. Aber eine, ich sag mal, eine solche Begeisterung oder so etwas konnte ich natürlich nicht empfinden. Für uns ändert zunächst erstmal gar nichts Entscheidendes. Und in meiner Bekanntschaft, Verwandtschaft war das in ähnlicher Weise. Aber viel, natürlich, die meisten sprachen davon. Es ging ja auch dann um die bewilligten 100 D-Mark. Dieses Geld und was von vielen noch nicht in Anspruch oder am letzten Tag, ich glaube bis Ende des Jahres wurde das gezahlt, in Anspruch genommen wurde. Es war ja so ein bisschen wie so ein Bettelgeld, so konnte man das dann noch ansehen, als wurde die DDR-Bevölkerung nun eingekauft. Aber insgesamt in der Bevölkerung war schon, naja, nun, der Westen war noch nicht da. Es bestand ja auch noch die, ich sag mal, die Hoffnung bei vielen, Aufruf von Künstlern, Intellektuellen, ein Sozialismus, also Veränderung, Reform durchzuführen. Manche sprachen dann von einer Demokratisierung, Gesicht mit menschlichem Antlitz, das war dann schon eine Richtung, die ja schon auf Auflösung ging, aber ich will nicht unterstellen, dass in der Masse die Absicht bestand und die Hoffnung bestand, die DDR würde kaputt gehen. Bloß in dem Maße, wie Teile der DDR-Bevölkerung sozusagen diesen Prozess miterlebten, der gefördert wurde zunehmend von Westdeutschland dann, von den Gesprächen dann, die Kohl mit Gorbatschow hatte, sodass die sozusagen die DDR plötzlich dann nicht mehr auf der Tagesordnung stand, sondern die sogenannte Wiedervereinigung. Und es war eine Art von, ich würde es so beschreiben, es war eine Art wirklich von Koma-Zustand für viele, nutzend die Vorteile, die es bringen konnte, ja, Reisemöglichkeiten. Reisegesetze nutzten nichts mehr, wurde ja mehrere Überlegungen angestellt. Es nutzte auch nichts anderes mehr. Ein Aufruf rettet die sozialistische DDR, gab es nicht. Und insoweit war das durch die Entwicklung und zunehmende Beeinflussung aus Westdeutschland und der Regierung Westdeutschlands ein Prozess, der sich innerhalb weniger Monate vollzog als Untergang der DDR. Und ja, das Erwachen, ja, ist eigentlich jetzt so richtig noch. Wenige Jahre später begann mit der Abwicklung. Ich weiß nicht, mehrere Millionen, die entlassen wurden. Eine Entwicklung, die sich vollzog, wo plötzlich immer mehr Menschen merkten, was war die DDR überhaupt? Mensch, was war, die Mieten zogen an, die Lebensverhältnisse verschlechterten sich. Man konnte zwar billig eine Banane kaufen,
Aber ich sag mal, die Maueröffnung, der Mauerfall, wie es immer bezeichnet wird, war ein äußeres Zeichen natürlich des Untergangs der DDR. Aber für viele, sicherlich für alle, aber für viele nicht nur kein Gewinn, sondern eine Niederlage und vor allen Dingen auch eine Verschlechterung der Lebensverhältnisse insgesamt, so wie es heute der Fall ist. Also wenn ich mich recht erinnere, Gorbatschow war ab 85 Generalsekretär, Perestroika, Glasnost zu Perestroika, diese zwei entscheidenden Worte, das Buch haben wir uns dann natürlich auch gekauft, als es in Deutsch vorlag. Es fand die Auseinandersetzung statt, in der Partei auch, nicht in der Bevölkerung, in der Partei. Ja, wo soll das hinführen? Was müssen wir jetzt tun? Ist das positiv? Ist das negativ? Das war so eigentlich seit 1985 schon eine Diskussion in der Partei. Ich war zum damaligen Zeitpunkt auch Parteisekretär, ehrenamtlich, in der zentralen Dienststelle, Staatsanwaltschaft. Und das brodelte, wer ist Gorbatschow, was bringt er uns am Anfang? Generalsekretär war natürlich das Allerhöchste, was man sich vorstellen kann. Sozusagen Generalsekretär Sowjetunion war ja, ich sag mal, wieder Papst gewissermaßen, ja, Sozialismus. Ne? Aber die Diskussion, dann wurde der Sputnik nicht mehr, weil im Sputnik Dinge kamen, die uns, also der DDR, nicht gefielen. Also es gab in der Partei Auseinandersetzungen noch und nöcher, wie man so sagt. Und eigentlich auch Kritik, auch zunehmend Kritik, die wir so vorher nicht kannten, nämlich dass auf bestimmte Dinge nicht reagiert wurde. In der Partei wurden monatlich Berichte geschrieben, von der Grundorganisation über Kreisleitung, Bezirksleitung als Zentralkomitee, immer mehr zusammengefasst. Jeden Monat Stimmungsberichte. Zunehmend wurde da auch mehr Kritik reingeschrieben. Es wurde ja, wie das so ist, bei einer Verallgemeinerung, wird immer allgemeiner, aber zunehmend Kritik. Beratung, die wir auch im Parteiaktiven hatten, auf verschiedenen Ebenen. Zunehmend Kritik. Wann ändert sich was? Wann wird darüber gesprochen? Also es gab Kritik ab 85, mit der, oder 86, insbesondere mit der Ära Gorbatschow beginnend. Als Verräter hat ihn sicher oder kaum jemand zu der Zeit gesehen, aber auch nicht mehr mit dem Nimbus eines Generalsekretärs, wie wir ihn kannten, über Jahrzehnte. Und Gorbatschow, selbst 90, 91 und danach, wir können es ja auch bei anderen lesen, auch beim Egon Krenz zum Beispiel, der nun ja da dichter an der politischen Dinge, Seite dran war. Viele haben Gorbatschow erst später als das erkannt, was er war. Und auch heute geht ja der Streit noch dahin. War er von Anfang an der Verräter? Ist er dorthin mutiert zum Verräter? Wodurch ist er dorthin gekommen? Also ich denke, die Frage ist überhaupt nicht voll beantwortet. Aber für uns jetzt mal ist er natürlich, er hat. Ich wehre mich aber dagegen, sozusagen den Sozialismus immer in der DDR, wie auch Sowjetunion, von einzelnen Personen abhängig zu machen. Das ist mir zu simpel. Ja. Hat immer was mit der Gesamtentwicklung zu tun. Und eine Partei, die sich das gefallen lässt, das ist keine starke marxistisch-leninistische Partei. Eine der wichtigen Lehren auch. Partei ist ein Kollektiv, nicht von einem Mann sozusagen bis zum Lebensende immer führen lassen. Haben wir es ja, ich habe immer erlebt. Oder bis ein anderer kam, der dann wiederum die Ergebnisse des Vorhergehenden abwertete. Ja, das hat nichts, meines Erachtens nichts mit einer kommunistischen Partei zu tun.
Ich selbst habe zu DDR-Zeiten wenig Erfahrung gemacht, auf, jetzt mal auf dem Gebiet der Rechtspflege, gab es sicher Verträge, aber wenig zu tun gehabt. Ich wusste aber, dass gute Handelsbeziehungen zu Österreich bestehen und auch zu österreichischen Kommunistinnen und Kommunisten gute Beziehungen bestanden und ja, bestehen, zu bestimmten, auch heute noch. Aber Österreich war für manchen, der vielleicht auch weniger unsere Genossinnen und Genossen, immer so ein Österreich ist 1955 ja, neutral geworden, sage ich mal. Ja. Die Sowjetunion ist dann abgezogen, waren ja Verträge, die abgeschlossen worden sind. Und so ein bisschen der Gedanke, manchmal so wie Österreich hätte sich entwickeln können. Also jetzt auch nicht paktgebunden. Nicht, dass die DDR, wir waren mit voller, also die politisch bewussten Menschen, Begeisterung, mit vollem Engagement, Mitglied des Warschauer Vertrages, der Sozialistischen Staatengemeinschaft, des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. So war nun die Situation in Deutschland, kann man nicht vergleichen. Aber Österreich hat eine, jetzt mal wirtschaftlich und in anderer Beziehung, eine Entwicklung genommen, die eben auch dank seiner Neutralität erfolgt ist. Und mit beeindruckend habe ich jedenfalls zur Kenntnis genommen und in zunehmendem Maße auch in den letzten Jahren, dass eigentlich enge Beziehungen der deutschen DDR-Kommunistinnen und Kommunisten und auch der Partei selbst, der Parteiführung, zu österreichischen Kommunistinnen und Kommunisten bestand. Und irgendwie freut mich, dass nun daran auch, ich sage mal, auch angeknüpft wird. Das Interesse für die DDR, ehrlich gesagt, größer ist, als ich es und als wir es so wussten oder erwartet haben. Deshalb mein besonderer Dank auch nochmal der Partei der Arbeit, die so etwas initiiert und so die Unruhe schafft. Toll.